Ihr wisst, wie es ist kostenlos, also einfach richtig schön einmal rein abonnieren hier in den Kanal, würde mich tierisch freuen und dann verpasst auch keine Videos, wie geil ist das denn? Wenn ihr wirklich altes Material von mir sehen wollt, da sind 1, 2 richtig cringe Vlogs auch bei. Aber auch so Videos von vor bis zu 10 Jahren. Also die ersten Videos waren vor 10 Jahren. Dann ab auf Jans Flipping 4. Genau, Ulf schreibt es hier schon im Chat auch. Jans Flipping 4. Da sind wirklich alte Mopeds mit dabei. Komm, wir gucken uns eins an. Wir gucken uns jetzt, was gucken wir uns an? Wollt ihr ein Reisevideo von damals oder wollt ihr ein Parcoursvideo von damals? Das Malta-Video, das gucken wir uns jetzt an. Das ist ja, obwohl. Wir gucken uns das Israel-Video an. Okay, cool, it's fine. Tessa, you filming? Go, Jan. 3, 2, 1! Boah, der war Jan! So scary, Alter. Weiß ich noch, das war so scary damals. Das ist sie gewesen. Boah, das sind Videos, das habe ich so lange nicht geguckt. Sind so kranke Erinnerungen. Mitten in der Stadt gezeltet. Mitten in der Stadt, in Ashdod in Israel. Hängematten und Zelte aufgeschlagen. Da ist er. Das ist Ronny. Mit dem haben wir gepennt. Obwohl, alles mitgemacht. So I thought I needed. Ist halt wirklich nur random Reise, das ist halt auch nicht spannend, ne? Das ist ja so ein lames Video, Alter. Konnte ich sogar twisten. Ey, guckt euch den Zeitpool an, das kann ich überhaupt nicht mehr. Yo! Alter, ja. Tote Meer. Konntest du einfach drin liegen. So viel Salz drin, dass du drin liegen kannst. Krank. Boah, das war auch geil, ja. Das war geil, ja. War in Jerusalem, auf den Dächern Jerusalem. Da müssten wir auch mal mit Schlappen eigentlich, würde ich da gerne nochmal hin nach Israel, in Jerusalem und so ein Video drehen, schon spannend. Sehr spannende Städte und Orte da und auch kranke Spots. Oh. Boah, okay, das wird jetzt aber mal schnell weg da. Noch eins, oder? Also, da habe ich halt wirklich noch nicht trainiert. Da habe ich eigentlich immer nur ein Gartentrampolin gehabt und habe so ein bisschen in der Schule damals Parcours gemacht. Und dann habe ich das einfach draußen so ein bisschen ausprobiert. Da habe ich immer so einen normalen Kollegen von mir mitgenommen, der das filmen sollte. Mike. Grüße an Mike.
Jetzt aber mal ganz ehrlich, wer kennt mich noch unter dem Namen Twist Tennis Yadokat? Kennt mich hier irgendeiner aus noch mit dem Namen Twist Tennis Yadokat? Das wäre wirklich ganz, ganz krank. Ne? Einmal nicht. Ja, das wäre auch zu krank. Das ist wirklich, damit hat alles begonnen. Ne? Ja, damit hat wirklich alles begonnen. Twist Tennis Yadokat, Alter. Ja, wild. Wilde Memories hier. So, Leute, ich bin abrupt, schlagartig, geisteskrank müde schon wieder geworden. Aber das war doch nochmal eine schöne Einheit hier. Alte Videos schön weggeguckt. Das machen wir öfter jetzt. Ich mache auch bald irgendwann, ich habe ja die Top 10 Fails neulich gemacht. Und jetzt mache ich irgendwann bald mal, wenn ich aus Malle und so wieder da bin, dann mache ich mal langsam die anderen Top 10 Dinger. Top 10 Public Stunts, Top 10 Stunts, Top 10 Parcours Jumps, Top 10 Ausraster, wäre auch geil. Ja. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann gerne einfach mal richtig schön in den Kanal rein abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Neben den Reactions gibt es auch regelmäßig Streaming-Highlights und Vlogs von meinem Parcours, Klippenspring-Sessions oder was sonst einfach neu im Leben passiert. Alle das, was Spaß macht. Also rein abonnieren, was runter kommentieren, wegliken, das Ding. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.